Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute wurde schon das erste Bild zu Season 3, beziehungsweise eigentlich auch schon der erste Teaser zu Season 3 geleakt. Und das Ganze werden wir uns gleich anschauen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren Videos mehr zu Season 3 Leaks, zu Season 3 News verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch auf dem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir zum Beispiel auch das Live-Event am Samstag streamen. Ist ja auch gar nicht mehr so lange bis dahin. Ich hoffe, es wird nicht nochmal verschoben. Ich würde sagen, kommen allerdings erstmal zu dem Bild. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich nicht zu Season 3 leake, beziehungsweise mir dazu keine Leaks anschaue und auch keine Videos zu mache. Allerdings ist das jetzt so offensichtlich und wurde so oder so über so viele Medien verteilt, dass man daran so oder so nicht dran vorbeikommen wird. Aber gerade zum Live-Event versuche ich wirklich mir nichts anzuschauen. Zu irgendwelchen Map-Leaks versuche ich mir auch nichts anzuschauen. Es sei denn, es ist safe, dass die fake sind. Aber ansonsten möchte ich mich da echt nicht spoilern lassen. Allerdings hat jetzt PlayStation tatsächlich mal wieder ein Bild veröffentlicht, ist jetzt ja nicht das erste Mal, egal ob es Starter-Packs sind, ob es generell irgendwelche anderen Pakete sind, die man reinbekommt, wie zum Beispiel das Schlürflegenden-Paket oder ob es irgendwelche Teaser zu Battle Passen, Bilder zu Battle Passen sind oder zu neuen Seasons. Es wird einfach jedes Mal im PlayStation Store immer schon früher geleakt, was ich komplett unnötig und eigentlich auch ein bisschen schade finde, weil das immer so ein bisschen den Hype von der neuen Season wegnimmt. Ich weiß nicht, ob die das mit Absicht machen oder ob die einfach nur komplett im Leben lost sind und einfach dauerhaft dabei verkacken. Aber es ist wirklich so, zu jeder Season wird da einfach schon der Battle Pass mal vorher geleakt. Manchmal einen Tag, manchmal eine Woche vorher. Finde ich tatsächlich sehr, sehr unnötig. Ihr könnt euch das Ganze tatsächlich auch noch selbst anschauen. Also man kann das tatsächlich offiziell einsehen. Und das ist jetzt nichts, was nur für eine kurze Minute draußen war oder für nur wenige Minuten, sondern das kann man sich eben halt wirklich immer noch anschauen. Dazu muss man einfach eben halt nur einmal auf die Website vom PlayStation Store schauen und dann sieht man hier schon, dass Fortnite ist und dann ist hier eben halt dieses kleine Bild schon und damit ist es eben halt relativ klar. Haben die auch schon, wie gesagt, die letzten Seasons gemacht, also kann man davon ausgehen, dass das tatsächlich real ist. Allerdings haben wir das ganze Bild natürlich auch nochmal in etwas höherer Auflösung, sogar in 4K hier. Und da kann man, denke ich mal, noch ein bisschen mehr sehen. Das Ganze hier sieht nämlich so aus und dort sehen wir auf jeden Fall schon mal, dass hinten ein paar Palmen sind. Alles sonst ist natürlich im Wasser. Dann sehen wir hier ganz normal den Battle Bus und dann eben halt noch das Fortnite-Logo. Eigentlich jetzt nicht so spezielles. Manche sagen tatsächlich, dass das irgendwas mit SpongeBob wegen den drei Palmen hier zu tun hat. Allerdings nur weil da drei Palmen sind, muss es nicht bedeuten, dass es irgendetwas mit SpongeBob zu tun hat. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute auf so eine Idee kommen. Aber es soll eben halt einfach nur anteasern, dass es ein Wasserthema ist. Man sieht hier, die ganze Karte ist voll mit Wasser. Es kann natürlich immer noch sein, dass es einfach nur ein extrem großer Troll von Epic ist, aber irgendwie kann man das auch nicht wirklich glauben, weil es einfach ja so viele Indizien dafür gibt, dass es ein Wasserthema wird und damit ist es eigentlich auch wirklich komplett confirmed. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt darauf, wie das Ganze bauen dann sein wird, weil es ja nicht sein kann, dass bei, keine Ahnung, 10 Meter hohen Wasser, ja, dass man dann einfach nur am Grund tatsächlich bauen kann, weil sonst ja im Prinzip unmöglich wäre. Also da bin ich auf jeden Fall schon gespannt auf die ganzen Mechanics. Denk mal, es würde auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Season und ich bin vor allem schon auf das Live-Event gespannt, wie es dann überhaupt dazu kommen wird. Das wird ja wahrscheinlich dann im Live-Event passieren, irgendetwas, wie die Map dann überflutet wird oder so. Weiß ich natürlich nicht. Könnte auch etwas komplett anderes sein. Es gibt auch Theorien, dass der Sturm irgendwie manipuliert wird. Ist ja auch zurzeit so, wenn man normale Runden spielt, ist ja der Sturm auch immer etwas manipuliert. Der ist dann ja, glaube ich, schon direkt nachdem der Bus durchgeflogen ist, wird schon erste Zone released. Und so etwas, also irgendetwas mit dem Sturm wird er auch zu tun haben. Viele gehen jetzt auch davon aus, dass das Doomsday-Device irgendwelche Wolken erzeugt und aus den Wolken dann eben halt extrem viel Regen kommt, also beziehungsweise ein Sturm richtig erzeugt wird und deshalb wird die ganze Map eben halt überflutet. Ich bin auf jeden Fall schon mal richtig gespannt darauf. War ein kurz knackiges Video auf jeden Fall zu diesen News. Mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Ist eben halt nur ein Bild, ein reines Bild. Eigentlich würden wir jetzt wahrscheinlich auch schon die Teaser zur neuen Season erhalten. Das Ganze wird dann wahrscheinlich erst ab Sonntag oder Montag nächste Woche, beziehungsweise am Ende dieser Woche sein. Bin ich auf jeden Fall auch schon mal gespannt drauf. Wie gesagt, wenn ihr zu den ganzen Sachen nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich gerne hier ein Abo da lassen. Und wir haben tatsächlich auch heute die 4000 Stunden Watchtime geknackt. Das heißt, kann demnächst jetzt YouTube-Partner haben. Wird wahrscheinlich ein paar Tage dauern, bis das aktiviert wird. Ich hoffe, ihr bleibt natürlich weiterhin dabei und dann bis zum nächsten Video. Ciao.